Bonk ist. In der aktuellen Meta, ein bisschen, der ist ja da regelrecht ausgerastet. Frage ist, ob er das Ganze halt auch ein zweites Mal tun könnte oder ob man halt überhaupt riskiert, diesen Nidalee-Pick dort abzugeben. Man muss ja sagen, im ersten Game ein bisschen war halt so ein bisschen AFK-mäßig unterwegs, hat halt viel gefarmt, war im Farmer auch super vorne, 50 CS im Jungle, ist halt eine ganze Welt. Aber wenn halt der gegnerische Jungler dann einfach 5-0-5 steht und du halt einfach 0-0-0 stehst, hast du auch nichts von gewonnen. Muss man da so klipp und klar sagen. Im zweiten Game war ja Lyra derjenige, der Nidalee gespielt hat, aber für ihn ist es wirklich kein Comfort-Pick. Ich habe Lyra noch nie vorher auf Nidalee gesehen und auch in dem Fall war es halt wirklich... Naja, sagen wir mal, die Performance war nicht so ganz geil. Und im Endeffekt hat es halt auch nicht für Nuin gereicht. Jetzt sind wir noch die Sandra direkt raus gegen Crown. Also hier wieder mit der Variante, dass Africa Freaks diesmal keine Lissandra spielen wollen. Weil es lag halt bisher nie in der Lissandra, muss man auch mal so dazu sagen. Und ich muss sagen, ich habe Crown auch ganz, ganz selten bisher bis auf Lissandra gesehen. Es ist ein Champion, der jetzt nicht so schwierig zu spielen ist, muss man dazu sagen. Also ich denke, Crown wird auf jeden Fall in der Lage sein, sie absolut perfekt zu performen. Aber auch Lissandra hat so ihre Schwächen, worauf man aufbauen kann. Ich würde sie ehrlich gesagt nicht unbedingt rausbannen. Es ist halt einfach ein Pick, den du verschwendest, den du besser setzen könntest. Rexel wird offen gelassen. Ah ne, Rexel ist gebannt, habe ich gesagt. Der letzte Pick von Africa Freaks. Dachte erst, dass Rexel da noch durchkommt. Damit Nidalee aber offen. Jetzt bin ich gespannt, ob Africa Freaks sich entscheiden, Nidalee zu nehmen oder nicht. Lyra ist halt echt eine... Das ist halt das, worauf Samsung ein bisschen pokert, ne? Lyra konnte überhaupt nicht performen mit Nidalee. Und er kann halt mit dem Champion überhaupt nichts anfangen. Und im Endeffekt, ein bisschen kann es schon. Das war im ersten Game auch nicht so geil, aber wenn er jetzt Nidalee bekommt, ist er, glaube ich, glücklich. Und das ist genau das, worauf Samsung Galaxy pokert. So, ja, Lyra, nimm nur noch deine Nidalee, ist uns egal. Du kannst eh nicht mit performen. Wenn du sie nicht nimmst, dann nehmen wir sie halt. Für uns super gut. Africa Freaks, die werden hier so ein bisschen gleich in die Zwänge gedrängt. Deshalb nämlich auch jetzt der Seitenswap von Samsung Galaxy. Die können sich das ja aussuchen. Also haben sie auch gesagt, jo, wir geben den First Pick jetzt ab und lassen ihn nähen und lassen halt Nidalee einfach offen, wenn sie ihn nicht bannen. Das ist ziemlich sneaky gemacht von Samsung. Muss man ihn lassen. Nidalee weggegeben, dafür der Echo jetzt aber sofort dort eingeloggt. Kyuubi, der freut sich. Wie wir im letzten Game nicht ganz so gut für ihn. Ich gehe stark davon aus, er kriegt wieder das Namen, aber von Top Lane. Was ja an sich nicht schlecht funktioniert hat für die Africas. Aber er ist halt einfach für Echo. Ihn interessiert es nicht. Selbst wenn er zurückfährt, er hat seine Trinity und dann geht er halt Full Tank. So nach dem Trinity ist das Item-Kit ziemlich billig. Snowflower möchte hier in Richtung Bart gehen. Wäre auch okay. Bart gegen Jhin ist immer eine Option, die du hast. Aber auch Bart ist natürlich alles andere als ein sicherer Champion. Der kann halt richtig geile Plays machen. Das möchte man, muss man dazu sagen. Aber er kann natürlich auch richtig, richtig scheiße bauen auf gut Deutsch. Wenn du halt die eigenen Leute im falschen Moment ultest oder auch bis 1-2 Sekunden ein falsches Timing mit dem Ultimate erwischt, dann kann das mit Bart auch nach hinten losgehen. Also es ist ein sehr risikoreicher Pick. Und der selber auf Alain ist natürlich alles andere als mobil. Den kannst du auch da durchaus mal ziemlich gut punishen, den du irgendwie halt einfach fokussierst auf Alain und da einfach ein bisschen mehr Jungle-Priorität auf die Botlane setzt. Man versucht diesmal auf jeden Fall keine Poke-Comp aufzustellen, das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Auch die Poke-Comp hat bei Africas nicht so gut funktioniert. Haben halt so eine Art Hyper-Carry-Comp gerade mit Ashe im Late-Game, das Ganze durch den Shen noch ausgeglichen. Auch Shen gegen Echo sollte ohne weiteres funktionieren. Das wird die Lane nicht stompen, das ist klar, aber er kann auf jeden Fall lange, lange gegenhalten dort. Gragas wird jetzt noch so ein bisschen gehabert. Können halt mal die Optionen durchgehen, was wir an Jungler noch haben. Dies wäre halt noch eine Möglichkeit, die du nehmen könntest. Graves sieht man hier und da mal. Gragas wäre für mich ehrlich gesagt die nächst bessere Variante. Und wenn sie jetzt selber noch den Bart nehmen, wäre das auch für Core JJ wäre ein ziemlich sneaker Move. Wir haben ja selber vorhin auch schon mal Bart gepickt, aber jetzt einfach den Gegner dazu, diese Chance zu nehmen, das Jhin Ultimate zu unterbrechen und selber noch den Engage gegen den immobilen Botlaner zu haben, wäre schon mal nicht schlecht, aber immer noch die Möglichkeit, dass du die so eine Lane punishen kannst, über Nidalee oder über den Shen halt. Man lockt es dennoch ein, der Gragas passt ja auch super rein, also die Rotation hier und die Picks dort von Samsung Galaxy auf jeden Fall absolut solide, da kannst du nichts gegen sagen. Das ist die letzte Rotation, die jetzt noch fehlt. Ich glaube, eine LeBlanc wäre ein bisschen zu riskant. Gegen den Jhin W, auch gegen das Jhin Ultimate, kann das halt nach hinten losgehen. Klar, sie ist super mobil. Aber wenn du halt einmal gepackt bist von dem Jhin W, bist du halt sofort RIP. Plus, du bist halt, wenn du in den Gegner reinkommen möchtest, immer gegen Gragas. Da musst du halt irgendwie vorbei. Und der dasht dich halt einfach und ultet dich. Das ist übrigens auch noch ein Patch, auf dem die Gragas Ultimate noch nicht genervt wurde. Das heißt, die kommt im Nahkampf auch sofort raus. Die fliegt nicht erst kurz hoch. Ansonsten geht's halt immer noch, wenn du dich halt auf dem jetzigen Patch zurücksetzen kannst. Aber ich finde, LeBlanc wäre einfach zu riskant. Twisted Fate wahrscheinlich auch. Meistens beides Parade-Champions für Mickey. Aber Twisted Fate würde mir da auch wesentlich besser gefallen. Also, sie machen es ja auf jeden Fall gut. Und das möchte ich auch mal bei beiden Teams nochmal loben. Also, was die Pick und Bun angeht, haben beide heute eigentlich ziemlich gute Leistung gebracht. Ziemlich sneaky. Africa Freaks hatten halt im zweiten Game so einen kleinen Patzer mit drin. Aber das war halt auch nichts Großes, wo du sagen kannst, schon nach einer Pick und Bun, die verlieren das halt hundertprozentig.
Ansonsten haben beide das halt eigentlich ziemlich souverän gepickt. Also zumindest so, dass es mir gefallen hat. Das muss nicht sein, dass es jetzt die beste Möglichkeit ist. Es gibt halt immer Möglichkeiten, die auch ein bisschen sneakier sind, die auch ein bisschen besser sind. Aber für meinen Geschmack haben die da halt einen echt, echt guten Job gemacht, auch mit den Coaches zusammen. Mal sei jetzt hier noch Free mit denen gepickt. Das ist natürlich für Twisted Fate jetzt ein sehr unangenehmes Matchup. Jetzt bin ich gespannt, wie Mickey das Ganze runterspielen wird. Wir haben schon die Variante gesehen, dass Twisted Fate halt einen zweiten Dorans baut und instant auf QSS geht. Es ist natürlich ein sehr riskantes Matchup. Wir können uns vorstellen, Level 6, einfach Flash Ultimate auf Twisted, Gragas Gang kommt dazu, da kannst du halt wenig gegen machen. Es ist halt einfach dieses komplexe Champion-Design von Malzahar in Anführungsstrichen, das dich da halt wirklich manchmal in die Zwänge treibt. Gerade auch wenn die Läuterung halt nichts gegen das Malzahar Ultimate hilft. Aber da muss er halt durch. Und Twisted Fate hat halt andere Vorteile. Man darf auch nicht vergessen, auch Malzahar wurde nicht zuletzt genervt. Der Schild, die Passive, die wurde halt sehr, sehr stark dort reduziert. Einmal zumindest in den Cooldowns im Late Game von 6 auf 12 Sekunden hochgeschraubt und halt die Passive halt jetzt bloß noch 0,25 Sekunden, nachdem sie ausgelöst wurde. Und sind wir mal ehrlich, 0,25 Sekunden, das ist halt nichts. Wirklich gar nichts. Hier sehen wir mal die Abstellung direkt gegenüber. Das Problem, was du halt eher gegen Malzahar haben wirst, du musst halt schaffen, sein Special zu brechen, ohne schon eine Gold Card zu verwenden, die danach dann damit wieder den Schaden rüberbringen kann. So sollte das Matchup für den Gang funktionieren. Und das ist halt wirklich nicht ganz so einfach. Aber im Endeffekt musst du halt auch bedenken, dass er auch ein Shen noch mit dazu kommt. Und das ist halt wirklich für Africa Freaks ein großer Vorteil. Sie haben die globale Präsenz mit Shen Ultimate, mit Twisted Fate Ultimate, mit dem Ash Arrow, mit einer sehr mobilen Nidalee. Das Ganze halt noch mit dem Braum kombiniert. Und auf der anderen Seite hast du halt einen Echo, und Gragas, Malzahar, einen Jhin und einen Bart, die halt an für sich alle auch keine schlechten Champions sind. Die sind auf ihrer Position, sind sie welche der besten Champions zur Zeit. Aber sie sind halt, wie soll ich sagen, sie sind sehr eindimensional. Es ist halt eine reine Teamfight-Com, auf die du später gehen möchtest. Teamfight-Catch-Com, so ein Zwischending. Wo du halt einfach im Teamfight die Fokussierung haben möchtest über Malzahar und über das Jhin-Ultimate, die man so sagen, Snow möchtest, über Bart einen guten Gage haben möchtest, aber beides sind starke Team-Coms. Auf! Da geht's rein in das eventuell sogar schon letzte Game für heute. Das muss man einfach mal so sagen. Denn es ist ein Matchballspiel. Da geht's jetzt nochmal darum, entweder den Win zu holen für Samsung Galaxy und 3 zu 1 hier als Sieger heute nach Hause zu fahren oder aber den Ausgleich zu holen für Africa Freaks. Denn die liegen nicht weit hinten. Ein Game, ein Sieg trennen die beiden voneinander. Da ist alles noch möglich. Und Africa Freaks, die haben natürlich eine sehr interessante Comp, aber für sie ist es, glaube ich, auch eine wunderbare Eigenart, die sie halt für die individuellen Spielleistungen dort durchbringen können. Denn im Endeffekt ist es so, dass Twisted Fate für Mickey ein Parade-Champion ist, dass ein Shen mit einem Twisted Fate zusammen eine unheimlich gute Synergie hat, was den Engage angeht. Du kannst quasi, bevor das Twisted Fate Ultimate ziehst, die Shen Ultimate auf ihn platzieren und kommst dann halt auf die Botlane mit einer plötzlichen, ja, 4-Mann, 5-Mann-Überzahl. Und alle fragen sich so, ja, wo kamen die denn her? Das geht halt ganz, ganz schnell. Und ich denke, Africa Freaks sind gerade mit solchen Comps in der Lage, das gut umzusetzen. Samsung Galaxy, die haben natürlich auch starke Champions. Die haben Champions, die auch nicht so schwierig zu spielen sind. Das ist halt auch wieder so ein Faktor, der mit reinkommt. Du hast relativ easy zu spielende Champion-Designs. Den Gragas, der ist nicht so schwierig umzusetzen. Du hast halt einen Echo, der jetzt auch nicht easy ist, aber auch nicht so schwierig ist. Die Kuppel, die ist halt relativ schwierig zu antizipieren. Ansonsten geht das halt ganz gut klar. Du hast halt einen Malzahar, und sind wir mal ehrlich, Malzahar ist halt nicht so schwierig zu spielen. Sind wir einfach mal realistisch. Und du hast halt einen Jhin. Wobei Jhin hat halt schon ein gutes Skill-Cap. Jhin darf man da gar nicht zu einfach reden. Und Nidalee wird hier gesehen werden, wenn sie jetzt hier an den Rappers rangeht. Ein bisschen hat das ganz sneaky gemacht, hat die Water vorher gelassen. Weiß auch Bescheid, aber sie selber lässt auch ein bisschen Water und zieht sich hier zurück. Ich denke mal, er wird einfach die Rapper so ein bisschen ignorieren, mit einem richtigen Buff geben, den Rapper später abholen. Weil er halt weiß, dass er gewordet ist. Braucht auch nicht riskieren. Selber hat jetzt, glaube ich, mit dem Buff auch mehr, besser mehr als genug zu tun. Das ist natürlich auch ein ziemlich riskanter Move. Wenn du sagst, du gehst für einen Grom, kriegst einen relativ starken Pull, gehst danach für einen Invade, einfach nur, weil du weißt, du bist im Early der stärkere Jungler. Und das ist Nidalee bei Far. Ohne Frage, wenn die ins 1v1 im Jungle reingehen, wird Nidalee immer gewinnen. Aber es ist halt nicht nur eine Frage, wie du halt ins 1v1 reingehst, sondern auch eine Frage, wie Lanes stehen. Wenn Twisted Fate, der natürlich in so einer Jungle-Situation immer schnell im eigenen Jungle dazukommen kann, im gegnerischen Jungle hast du halt immer das Risiko, dass der eigene Midlaner eventuell trotzdem schneller da ist oder auch der Top-Laner. Je nachdem auch die Botlane, wo du halt im Jungle gerade unterwegs bist. Also man muss mit Nidalee, auch wenn man der stärkere Jungler ist, trotzdem immer aufpassen, wie, wann und wo du dort in diesen Jungle invaden gehst. Hier hat man es auch sehr sicher einfach nur über die Wardplatzierung gemacht.
weiß damit natürlich auch, wo Gragas jetzt ungefähr lang geht. Wobei der es auch clever gemacht hat. Er hat die Water stehen lassen. Und hat halt einfach die Wrap-Up dort komplett ignoriert. Ist halt auch genau das, was er tun sollte in so einem Moment. Er kann halt keine Sicht in die gegnerischen Jungle aufbauen. Und weiß halt dementsprechend nicht, ob ihn der Lee jetzt wirklich den Buff macht oder ob ihn halt wirklich ärgern möchte. Und contesten solltest du an dem Punkt des Spiels dort überhaupt nicht mit Gragas. War schön gemacht. Jetzt wieder direkt den E-Block hier von QW. Aber kriegt trotzdem noch eine Menge Schaden rein. Versucht hier und da den Grassman wieder auszulösen. Aber wir kämpfen dabei. Das ist ein Tank-Game-Matchup oben. Das wird wahrscheinlich für QW momentan so ein bisschen an den Ressourcen scheitern. Hat halt wenig Mana. Dazu muss sie aufpassen, aber er zieht halt noch sein Schild. Jetzt wird aber schon knapp. Da gehen wir hinterher. QW, der holt sich einfach den Solo-Kill. Alles klar. Aber ich so vielleicht ein bisschen unvorsichtig. Jetzt kommt noch von Lara der Gank hinterher. Frage ist, wird das reichen, dass wir da nochmal rankommen? Der Speer, der komplett geschottet. Super stark gemacht. Die Falle noch reingesetzt, kriegt die Vision, weiß, wo er steht, holt das Minimax, damit er den Speer werfen kann und dann reicht die Distanz auch raus. Bitter für QW, der halt wirklich in allerletzter Sekunde diesen Teleport nicht mehr durchgezogen bekommt. 1:1. Jetzt muss man das Ganze natürlich vergleichen. Es war eine super gute Aktion von QW, dass er den Solo-Kill bekommt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, für ihn ist ein Kill natürlich bei far nicht so viel wert wie für Niederlee im Early. Und die hat das natürlich super gut gemacht, ist jetzt hier wunderbar in der Mitte unterwegs. Und auch da kriegt den Kill, die Goldcard ist draußen. Lyra kommt da raus. Crown, der ist auch gestunt, will nochmal hinterhergehen. Oh, das sind viele Grabler, das sind viele Grabler. Die überrennen die einfach, die Seuche, die springt darüber. Lyra tickt, Double Kill für Crown. Die dunklen Visionen, die einfach nochmal überspringen dort. Der lacht halt einfach. Crown, der lacht halt einfach und freut sich gerade über die Aktion. Stark gemacht von ihm. Er hat gesehen, dass er ganz, ganz viele Lernkrabbler in der Mitte hatte. Und es hat geflasht für die dunkle Vision. Denn deine Lernkrabbler fokussieren immer als erstes das Ziel, das die dunkle Vision hat. Und genau das hat er ausgenutzt. Hier schön gemacht. Man hat Gragas gesehen. Kriegt den Speer ab, kriegt die Goldcard ab. Da geht man hinterher, kriegt den Kill. Und jetzt war es vielleicht ein bisschen too much, dass wirklich dann auch rüberflasht. Den Flash hat er einfach behalten können. Die Goldcard richtig. Da sind schon vier Lernkrabbler. Und jetzt zack. Kommt einer nach dem anderen, jetzt kriegt er nochmal die dunkle Vision und dann kommt man die Lernkrabbler hinterher und vernichten einfach. Und wenn er stirbt, springen die nochmal über und Lyra stirbt halt auch. Bitter, aber schön gespielt von Crown. Der hat das Ganze sehr, sehr schön hier ausgenutzt. Aber Niederlee zumindest so ein bisschen ihre Grenzen aufzeigen können. Nichtsdestotrotz, 2:3 steht insgesamt und beide Kills sind auf Niederlee gelandet. Die Frage ist halt wirklich, was Niederlee jetzt mit diesem Killvorsprung machen kann. Es kann sein, dass er so komplett im Nichts verpufft, weil halt einfach Lyra nicht aktiv genug ist. Es kann aber auch sein, dass er jetzt die nächsten paar Sekunden damit komplett ausrastet. Ja, schön gemacht, er hat den einen Lernkrabbler bekommen, bevor der halt einen Lasted bekommen hat. Bei Lernkrabblern ist es ja so mittlerweile gestrickt, dass du halt, wenn die auf der Lane einen Lasted bekommen, oder halt wenn ein Minion stirbt, dass sie gerade angreifen, dann kommt halt ein Lernkrabbler mehr. Und wenn sie halt gegen Champion zum Beispiel angreifen, da spawnen halt automatisch mit jedem Auto-Tag von den Lernkrabblern ein weiterer. Also deshalb ist es auch so ekelhaft, dort ins 1v1 gegen Meisamt reinzugehen. Da sein W, sein E benutzt und dann mit der Ultimate einfach ein paar Sekunden auf der Stelle unterdrückt, dann sind halt einfach mal 3, 4 Viecher mindestens da. Und die verursachen natürlich auch, je mehr sind, auch mehr Schaden. Ganz logisch. Und das war ganz schön aggressiv, aber man schafft es, die Lane von Samsung Galaxy so ein bisschen in den Defensive zu zwängen. Vor allem sie von ihren eigenen CS wegzusaugen. Und Niederlee jetzt in der Mitte unterwegs. Der Spell Sheet, der ist gebrochen. Der hat nichts mehr. Mickey, der muss nur noch eine Goldcard treffen. Jetzt die Ultimate auf Lyra. Der will Kill haben. Jetzt die Goldcard erstmal springt drauf. Richtig Kill. Und jetzt kommt das Shen Ultimate durch. Und man rettet Lyra dann noch. Gut gemacht, das Ganze hier. Und da war halt wieder der Nachteil, dass der Spell Sheet so unheimlich schnell gebrochen wird. Auch ganz schön ballsy von Crown, dort gegen das Shen Ultimate noch so aggressiv zu spielen. Eigentlich hätte sein Ziel sein müssen, so weit wegzukommen wie möglich von den Gegnern. Aber es war halt schwierig. Er hat halt die Leute auch noch gehabt. Er hätte es durchaus defensiv spielen können. Aber vielleicht ein bisschen zu aggressiv unterwegs. Aber ein bisschen, der freut sich. Kann er halt die Midlane jetzt farmen. Es macht jetzt auch nicht viel her für die Midlane. Also haben sie dadurch jetzt nicht weit zurückfallen. Den würde das nicht so sehr stören. Aber für Twisted Fate ist es schön. Er verliert den Druck in der Mitte. Und wir alle wissen, dieses Game, das läuft halt über den Twisted Fate. Wenn der halt den Druck in der Mitte verliert und halt frei aus der Mitte heraus roamen kann, dann geht er halt einfach mit seiner Ultimate auf die Sidelanes und punisht die halt dafür, was Malsa vorher gepunisht wurde. Das kann sich halt ganz, ganz schnell zu einem großen Snowball entwickeln. Da kommt schon das erste Ultimate. Schön den Taunt, die nochmal pariert. Die Goldcard, die kommt raus. Die Kuppel ist da, da steht auch noch keiner drin. Xu lässt sich nochmal stunnen. Mickey ist aber immer noch dran. Jetzt die nächste Goldcard. Der Stun, der kommt durch. Der Schaden, der ist da. Und da kriegt er auch seinen Kill. Er ist halt einfach Twisted Fate Main. Hat er sofort seine Chance genutzt.
mit Lane wurde halt nach Hause geschickt und sofort findet man halt das Ultimate auf die Top-Lane. Mickey war ja auch nicht derjenige, der Leben verloren hat. Wenn er halt schon Leben verloren hätte, ist es eher riskant, noch in Richtung Top-Lane zu gehen, weil das Shen-Ultimate auch nicht mehr da ist. Sondern er war derjenige, der halt nicht fokussiert wurde und den Kill noch mitgenommen hat. 2-1-1, er jetzt hier mit 3 von 4 Kills als Partizipation unterwegs. Ist nicht schlecht, muss man sagen. Ja, es muss auch so weitergehen. Jedes Mal, wenn der halt wirklich seine Ultimate abhat, muss er zusehen, dass er von der Lane runterkommt und auf den Side-Lanes dort Impact hat. Hat sich jetzt auch als erstes dafür entschieden, in Richtung Fluch des Lichts zu gehen. Da wollte er so auf jeden Auto-Attack dann ein bisschen mehr Schaden zu haben. Ist nicht schlecht, ist eine relativ übliche Variante bei Twisted, weil ich da mittlerweile auch schon die unterschiedlichsten Builds gesehen habe. Teilweise Builds, die halt mit World of Ages aufgebaut wurden, mit Abyssal, teilweise sogar mit dem Ludens First. Hat er da beim letzten Mal, glaube ich, selber sogar so gespielt. Einfach nur mit Snowball und ein bisschen besseren Wave-Tier zu haben. Also Twisted Fate kann man dahingehend wirklich stark adaptieren. Aber ich denke mal, hier wird es jetzt eher die Lich Bane und dann auch Stundenglas-Variante werden. Eventuell noch mit einer Quecksilber-Sherpa eingefügt. Axel ist hier gut am Traden. Man merkt auch erst, dass er jetzt die ersten Lebenspunkte dazu bekommen hat. Kriegt halt relativ wenig Schaden ab. Kyuubi selber hat sich auch als erstes dort seinen Schienen geholt. Und macht halt mal das Trinity auch später normalen Schaden. Deshalb hat sich auch der gute Shen dafür entschieden, hier sehr, sehr schnell noch eine Stoffrüstung zu holen. Will halt einfach in Richtung Cinder, nicht Cinder, ist das nicht, wieso sag ich eigentlich immer Cinder halt? Er will halt einfach dort in Richtung Sunfire, in Richtung Sonnenfeuer-Umhang gehen. Ist ja im Prinzip der gleiche Effekt, ne? Dass das Sonnenfeuer-Umhang halt ohne Jungle-Item gebaut werden kann. Dann noch ein bisschen effektiver ist vom Schaden her. Aber Shen ist halt vom Nachteil geprägt, dass er halt keinen Wave-Clear auf Lane hat. Das Ganze kannst du halt einfach durch den Titanic oder halt auch durch den Sunfire-Cape dort ausgleichen. In dem Fall ist es halt ein Sunfire. Die Rüstung hilft dir halt auch gut. Shen Ultimate ist wieder zur Stelle. Mickeys Ultimate ist auch gleich wieder da. Die braucht noch ein bisschen. Ich denke, die wird man wieder versuchen, so einen kleinen Play abseits der Lane zu starten. Echo hat seine Ultimate Oma wieder zur Verfügung. Hat allerdings wenig Mana. Das könnte für ihn natürlich ein kleines Risiko darstellen. Das fällt sich hier durch den Top Lane dort bewegt. Allerdings, wenn man so die Ward-Verteilung sich mal ein bisschen anschaut, die Ward stimmt ziemlich gut around Mitte. Man weiß immer, in welche Richtung dort das Twisted Ultimate kommen soll. Aber Kyuubi kriegt alleine schon Probleme gerade so mit Ixo. Und jetzt kommt nämlich die Twisted Fate Ultimate mit dazu. Der muss sofort seine Ultimate ziehen, wenn die Goldcard kommt. No, macht er nicht, dann ist er auch tot. Keine Chance herauszukommen. Selbst mit der Ultimate wäre es halt super knapp geworden. Ja, ich denke auch daher, dass er nicht mehr überlebt. Flashen kann die Goldcard halt nicht, aber wenn er in dem Moment, wo die kommt, seine Ultimate benutzt, dodgt er halt den Stun-Effekt und kann danach eventuell noch flashen, um irgendwie rauszukommen. Twisted Fate selber hat auch wenig Mana. Aber wenn die Goldcard einschlägt, dann ist er da chancenlos. Der Stun, der geht einfach zu lange. Das Problem ist einfach, dass Twisted Fate sich gerade so frei von der Mitte aus bewegen darf, ohne dass man an den Turm rankommt. Der hat jetzt, ich sag mal, knapp ein Drittel Leben verloren. Und das ist halt einfach zu wenig. Aber Malzahar selber hat halt auch die 2 Kills bekommen, selber einen Kill abgegeben. Und er schafft halt nicht schnell genug, die Waves reinzupushen, als dass er Twisted Fate für seine Abwesenheit punishen könnte. Und zur Not kann er halt auch Lyra immer noch in die Mitte rotieren, um das Ganze zu halten. Lyra ist sogar gerade so ein bisschen in die Schatten gerückt. Er ist halt derjenige, der gut am Farmen ist. Aber der, der wirklich rotiert und auf den Lanes für Action sorgt, das ist halt gerade Twisted. Und jetzt geht man hier für den Face-Check. Die Brawl-Ultimate. Schild wird doch getroffen. Der Arrow nicht ganz. Die Bart-Ultimate verhindern, dass man da erstmal weiterkommt. Jetzt die Ultimate von Ruler. Mickey schon ziemlich angeschlagen. Snowflower direkt vor seiner Flinte. Da kommt man hinterher. Die dunkle Vision. Oh, die Heilung kommt durch. Aber es reicht. Dragas Ultimate nochmal, um zu sagen: Hey, auch wenn du es überlebt hättest, ich hätte dich noch bekommen. Aber im Endeffekt kriegt man bloß den einen Kill hier. Oh, Twisted Fate hat aber einen Downer bekommen. Hast du Schild-Ultimate, was ihn da bekommen hat? Habe ich von gar nicht mitbekommen. Sehen, dass er halt noch rausgekommen ist aus der Distanz vom Jin Ultimate. Mit seinem Ghost noch rausmarschiert. Aber im Endeffekt hat es für ihn auch nicht gereicht, da zu überleben. Also 2 Kills sogar für Samsung Galaxy. Die können hier ein bisschen aufholen und so ist es richtig. Der Midlane-Fokus ist gut. Weil wenn du einfach in die Midlane gehst und in der Midlane dort deine Main-Priorität hat, dann hinderst du Twisted Fate daran, rotieren zu gehen. Und in dem Fall hinderst du halt auch daran, den Twisted Fate zu snowboarden. Also es ist eigentlich wirklich gut von der Fokussierung her von Samsung Galaxy. Sie wissen, wie der Plan aussehen sollte. Hat man hier noch gleich als kleines Sahnehäufchen oben drauf. Die sich auch den Drake gegönnt, ist der erste, der Ocean Drake. Was für die Landing Phase gar nichts verkehrt ist. Er gibt ja im Prinzip Regeneration und Abhängigkeit von dem fehlenden Leben und Mana. Das
dann halt nicht angegriffen wirst. Und gerade wenn du so ruhig am Farmen bist, jetzt sehen wir es normal. Mickey wird halt hier eiskalt geholt, das war klar, das Ganze überlebt er jetzt hier erstmal. Zack, der erste Jin, den wir hier verfehlt. Weil jetzt achten wir mal darauf. Alan sniped, er flasht nochmal. Ach, es war das Barrel noch, was ihn da erwischt hatte. Okay. Ambition, er hat ihn ja noch mitgenommen. War mir gar nicht so bewusst, weil ich halt am meisten gerade auf den Braum geachtet habe. Braum hatte natürlich keine Chance, da rauszukommen. Aber Ambition, der hat das Ganze dann nochmal mit abgesahnt. Summe jetzt also auch der 5:5 Ausgleich. 300 Gold ist Africa Freak zu nach vorne. Ist natürlich nicht viel. Third First Blood steht natürlich auch noch auf dem Plan. Alle Türme stehen bisher noch. Momentan gibt es halt auch keinen Turm, wo ich sagen würde, wow, der würde als nächstes fallen, der ist schon so super low. Dann ist halt noch mittendrin in der Landing Phase und da ist noch alles möglich. Ich glaube, gerade mit Twisted Fate, dem kommt das Ganze sehr, sehr gut. Ein bisschen, der sucht da gerade so ein bisschen den Engage-Punkt. Hat sein Barrel mittlerweile wieder. Aber gegen Gragas ist es relativ schwierig mit. Gegen den Bomb ist es relativ schwierig mit dem Gragas durchzukommen. Weil er hat einfach sein Schild benutzt. Du hast einen ganz, ganz großen Nachteil. Alles klar. Crown sagt sich ja, snackt sich da einfach den Raptor. Hast halt das große Problem, wenn das Barrel da ist, dass ein Schild einfach das Barrel direkt vorne explodieren lässt. Genau, was gerade da passiert ist. Ambition hat halt versucht, so ein bisschen noch vorbeizukommen an Snowflower und das Barrel hinter ihm zu platzieren. Oh Gott, das sollte eigentlich andersrum aussehen. Eigentlich sollte sich hier der AD Carry von dem Support beschützen lassen, aber hier hat einfach mal der AD Carry sein Leben für den Support gegeben. Bitter, ich glaube, da hätte man lieber Snowflower sterben lassen sollen. Sang-Yun hat mehr davon, wenn er hier die Ressourcen noch nehmen kann, die auf Lane da sind. Wenn er noch ein bisschen Erfahrung und vor allem noch ein bisschen Gold bekommt, als wenn es halt der Snowflower ist. Er muss sich hier zurückziehen. So, nimmt hier nochmal sein Schild. Das hat alles wichtige Zeit. Ja, nochmal zurück zu dem Baron. Du kannst es halt hinter Braum werfen. Wenn das Baron auf seiner Flugbahn irgendwo auch nur Braum im Entferntesten am Schild berührt, explodiert es halt vor dem Schild und würde halt Braum immer nach hinten rausschmeißen. Muss halt wirklich an ihm vorbeikommen und ihn von hinten irgendwo erwischen, ohne dass die Animation an einem Schild vorbeifliegen muss, damit der Insta-Hack halt glücken kann. Und auch hier, es war halt knapp. Man hat gesehen, dass ein bisschen das Ganze probiert hat. Hat aber nicht ganz gereicht, aber im Endeffekt mit der Gen Ultimate reicht halt trotzdem für den Kill. Dann so Galaxy, die wollen sich hier nach vorne setzen. Die wollen halt einfach 3:1 hier heute gewinnen. Einfach nochmal hier ein bisschen aggressiv unterwegs. Ah, Kübi hat kein Ultimate mehr. Er hat eben genutzt, um auf die Lane zu kommen. Das könnte jetzt eventuell bestraft werden. Man sieht ihn nicht. Da unten kommt noch Gragas. Jetzt muss man halt eventuell für den Engage gehen. Der Speer muss er treffen. Dann kann man den Kill probieren. Aber jetzt hat man selber Angst davor, dass Gragas einen Engage möchte. Der XU, der ist auch nicht mehr ganz so healthy. Der hat nicht mehr so viel Leben. In der Midlane nutzt man die Chance, um alles mal so ein bisschen abzufarmen. Die Wildcards. Der Q von Twisted Fate, der hilft natürlich beim Wave Clear, ohne Frage. Zwei Stück davon. Und der Wave ist halt einfach AD. Jin wurde aber lange Zeit jetzt alleine unten gelassen. Man sieht aber auch nicht viel anders aus. Oh, Kübi, der wurde gerade getornt. Das muss er jetzt rausflashen. Ah, hat er vielleicht ein bisschen übertrieben. Er hat XO einfach sneaky auf ihn gewartet. Hat er auch wirklich gehofft, dass er so greedet. Der hat es auch im Endeffekt. Der Flash. Den ist jetzt auch. Jetzt baitet man so ein bisschen. Das ist halt der Bait, der Flash. Er trifft nicht. Schön gemacht von Kübi. Und das war's für XO. Gleich kommt das Barrel. Und dann fliegt er halt einfach in die falsche Richtung. Zack, da ist es. Ja, keine Energie mehr, auch wenn er einen Taunt-Cooler wiederbekommt. Zack, der holt sich sogar noch Kübi den Kill. Eiskalt ist er da. Ja, schöner Bait. Er wusste halt, dass er da für einen Flash eventuell gehen könnte und geht halt direkt raus. Vor JJ, der dodgt ja auch einmal den Arrow. Einfach easy peasy mit der magischen Reise durch die Wand. Jetzt versucht man den Turm noch irgendwie so ein bisschen zu protecten. Sieht auch gar nicht schlecht aus. Ah, Jin und die Mädchen nicht perfekt getimed. Viel Zeit gewonnen. Jetzt kommt Kübi noch mit dazu. Teleport dauert aber auch ziemlich lange. Kuppel wurde gesetzt, würde aber nicht treffen. Die eine Sekunde Teleportverzögerung, die macht da schon eine ganze Menge auf. Wäre eine Sekunde früher gewesen, hätte er damit getroffen. Aber Teleport wurde ja mittlerweile auch genervt. Also hier kriegt man keinen Kill raus. Im Endeffekt also da auf der Top-Lane den Kill auf Shen bekommen, was auch gut gespielt wurde. Samsung Galaxy, die sind ja einfach zwei Kills vorne. Aber goldtechnisch gesehen, 400 Gold, sind wir ehrlich, ist nichts. 400 Gold macht halt überhaupt nichts aus. Da ist noch alles möglich. Auch für die Leute von Africa Freaks. Es ist halt ein bisschen schade, dass Twisted Fate sich nicht mehr so frei von der Lane bewegen kann. Aber Samsung Galaxy haben das halt clever gemacht. Und auch, dass sie den Shen da oben nochmal ganken, solange Shen low ist. Das ist auch mal keine clevere Idee, mit Shen halt wirklich in die Trades reinzugehen, dass du halt selber so low drops. In dem Moment, wo du selber low bist, wirst du halt selber nicht mehr versuchen, dort irgendwie runterzuholen von der Lane oder Play zu starten, weil du halt Shen nur opfern würdest dafür. Jetzt kommt endlich wieder eine Rotation mit der Shen Ultimate. Da ist sie! Die Kombination, die man haben möchte. Ruler, der ist hier hundertprozentig tot, kommt da nicht mehr raus. Bisschen blöd, dass Shen den Kill bekommt. Unlucky. Jetzt muss er halt zusehen, dass man den Turm unten schnell pusht. Zumindest schneller als Echo um den Turm pushen kann. Sollte aber auch drin sein. Hat schon einiges verloren. Man könnte eventuell das Gragas-Ultimate nochmal nutzen. Um das Ganze zu wave-clearen.
Der lässt sich davor führen. Und der Turm bleibt einfach mal stehen. Iksu, der kann Omitom auch nicht verteidigen. Die kriegen halt wirklich das Turf. Mein Gott. Sangyun hat damit überhaupt nicht gerechnet. Der hat nicht mal mehr eine Heilung gezündet. Ist der in der Luft einfach geplatzt. Der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. So, es war klar, das hat er komplett richtig gemacht, dass er für den Wave gegeben mit dem Ultimate. Das hätte jeder andere genauso gemacht. Einfach nur um die Zeit zu gewinnen, dass das Turret First Blood oben schneller fällt als unten. Aber im Endeffekt, dass er einen Kill da noch rausbekommt, hätte ich nicht gedacht. Da hat Sangyun halt selber ein bisschen gepennt aus Snowflower. Der hat halt auch nicht damit gerechnet. Kein Exhaust, keine Heilung, kein Nichts, kein gar nichts. Der stirbt halt einfach im Vorbeifliegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So eine Fehler sollten halt eigentlich nicht passieren. Vor allem, wenn du den halt dort durchbekommst, er nicht stirbt, dann denke ich, kriegen sie das Turret First Blood auf dem Botlane. Somit hast du nicht nur Kill, sondern auch das Turret First Blood abgegeben. Und damit natürlich nochmal ordentlich was an Samsung Galaxy jetzt verschenkt. Die holen sich jetzt auch als Konsequenz des Ganzen noch einen Drake daraus und versuchen noch den Botlane-Turm weg mitzubekommen. Africa Freaks, die haben zwar jetzt ihre Lane nach oben geswappt, weil sie da jetzt auch den Turm haben wollen. Aber ob es worth ist, ist eine andere Frage, weil du halt den Drake unbewacht lässt. Und den Turm kriegen die Gegner halt auch hundertprozentig unten. Also ich denke, es ist eher nicht so worth, dass sie da jetzt geswappt haben. Oh, Mickey muss hier ein bisschen aufpassen. Hat er immer noch sein Flash, aber die Vor. Den dritten Schuss, den kann er flashen, aber die Vor, die trifft er trotzdem noch. Da kriegt man auch noch den Kill auf ihn. Samsung Galaxy, sind sie gerade wieder auf dem Vormarsch. Jetzt hier unten auch mit der Rotation. Sie wollen halt gleich den T2-Turm noch angehen. Zu viel Zeit, was gerade Africa Freaks einfach auf der Top-Lane noch zugebracht haben. Ja, zu viel, wenn sie den Turm auch bekommen. Jetzt also schon drei Türme Vorsprung. Ja. Eben sah es noch ausgeglichen aus. Und jetzt sind sie halt auf einmal wie aus dem Nichts drei Türme dort in Führung. Und damit jetzt natürlich auch eine Menge globales Gold, was in die Team reingespült wird. 4000 Gold ist man da jetzt schon vorne. Nochmal schön shoppen gehen. Ich denke mal, für Jim wird es auch reichen, dass man sich da gleich das Dustblade noch holen kann. Je nachdem, worauf er hinaus möchte. Aber F-Sword hat sich holen können. Er will ein Dustblade holen, definitiv. Aber es dauert noch ein bisschen. Die Kombinationskosten dafür reicht noch nicht so ganz. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen der Zahn, der noch wehtut aus dem letzten Game bei Africa Freaks. Aber man hat einfach gesehen, dass sie da so chancenlos dastanden und wurden halt komplett auseinandergerissen von Samsung Galaxy. Und man hatte halt keinen Plan. Ich habe auch das Gefühl, dass in dem Game so ein bisschen der Plan fehlt. Ja, es ist teilweise die Ansätze nicht schlecht, ne? Auch hier mit der Shen und Twisted Fate Ultimate kombiniert. Das ist ja das, worauf die Kombination so ein bisschen beruht. Globals einsetzen, Gegner auseinanderreißen, ins Splitpush reinziehen. Aber eine wichtige Voraussetzung dafür ist halt für dich wirklich Sicht. Du musst halt die Vision haben. Mickey hier vorne drin, kriegt die Shen Ultimate. Kraga ist aber jetzt derjenige, der unter Fokus gerät. Ah, Lyra ist in die falsche Richtung geflogen, er wird sterben. Also hier zumindest ein Catch für die Leute von Africa Freaks. Aber Echo, der will ja von hinten noch einen Play starten. Wird hier gesehen, in der Pink Ward, die Goldkammer wartet. Heilung wurde noch gezündet. Nicht ganz mit dem Q getroffen, da geht man raus, aber da hinten wartet schon der Nächste auf dich. QB, der wurde einfach getrappt, aber nieder, Leon Brom! Die werden niedergewalzt, Smilzer! Der zerreißt sie halt einfach. Das ist bitter. Schön geplant, das Ganze. Aber Echo, der hat halt sein Ultimate, der ist so tanky, du investierst einfach zu viel. Und im Rücken hast du immer noch die Leute von Samsung Galaxy. Das wurde hier gerade einfach permanent unterschätzt. Samsung Galaxy, die erkennen jeden einzelnen Fehler. Und die wirklich bestrafen auch jeden einzelnen Fehler sofort. Wie auch in der Situation. Es ist schön und gut, dass du Echo siehst, aber du kannst einfach rauslaufen. Wenn du halt Gold Cap, wenn du in Q noch investierst, wenn du halt die Nieder-Lane-Rotation investierst, um diesen Echo zu bekommen und der danach immer noch nicht tot ist und du halt noch länger brauchst, ja, dann kriegst du halt von Malzahn und von Jin auf den Sack. Und genau das gerade passiert. Der Tank-Fokus ist halt einfach nicht das Richtige. Jetzt kann man das Game zumindest wieder sich so ein bisschen beruhigen lassen. Aber den zweiten Turm in der Mitte hat man trotzdem verloren. Und somit der Vorsprung auf 5 Türme. Das sind jetzt insgesamt 4 Türme Vorsprung und 5 Türme insgesamt. Für Samsung natürlich gewachsen. Der Infernal Drake, der steuert natürlich auch dazu bei. Es wird nicht schwieriger für sie werden. Sie haben einfach den Vorteil, dass sie keinen großartigen Fehler machen können. Sie gehen einfach als Team, versuchen Vision zu schaffen. Versuchen einfach intelligent zu rotieren, möglichst nah beieinander zu bleiben, um die globale Präsenz der Gegner so ein bisschen zu minimieren. Und gehen dafür die Engages. Und für Gragas und für Malta ist der Engage jetzt nicht das Schwierigste. Die wissen halt, wie sie es dann runterspielen müssen. Jetzt Twisted Fate wieder auf die Top-Lane unterwegs. Bart Ultimate kommt raus. Mickey muss hier sogar aufpassen. Das Bart Ultimate verhindert erst was Schlimmeres. Geht selber ein Stundenglas rein.
Und da hat man auch den Kill. Jetzt allerdings wieder viel Pulver verschossen. Mickey schon super low. Ambition, der dasht da einmal ins Nichts rein. Jetzt ist Sun auf ihn, das Barrel kommt. Der platzt einfach nur. Xu muss zusehen, dass er jetzt da wegkommt. Crown, der kommt mit dazu. Ich glaube, für Xu, da kommt dann alles zu spät. Crown versucht da unten noch jemanden zu ulten, damit man einen Kill extra bekommt. Snowflower soll es sein, den kriegt man auch. Und jetzt nimmt man einfach Shen sich an. Als Kristallzentrum ist da, die Slows sind da. Xu, der ist hier einfach zu langsam. Es ist halt immer und immer wieder zu sehen. Africa Freaks, sie wollen halt die Kills über ihre Globals haben. Aber Samsung Galaxy, die splitten sich nicht weit auseinander. Die sind halt immer parat. Und dann werden halt so viele Cooldowns verbraten auf ein einziges Ziel, dass du danach halt wirklich zwar keine Unterzahl-Situation hast, aber eine Unterzahl-Cooldown-Situation hast. Also keine Ultimates mehr parat. Ne? Um das einfach mal auf gut Deutsch zu sagen. Und das entwickelt sich halt jedes Mal zu einem Nachteil. Weil Samsung Galaxy, die sind nicht so, dass die jetzt sagen, okay, wir gehen viermal Bot und lassen unseren AD-Carry alleine oben. Der ist ein easy-peasy-Ziel. Jedes Mal so viel Zeit, was da gewonnen wird. Und in dem Fall natürlich auch das Bart-Ultimate, was eine Menge Zeit gewonnen hat. Und dann können sie halt einfach hinterher rotieren und dann gewinnen sie den Teamfight. Im einfachen 5 gegen 5 sind sie gerade besser. Sie sind goldtechnisch weiter ahead, sie haben die besseren Teamfight-Champions. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Niederlee, muss man auch sagen, ist jetzt so in dem Bereich angekommen, wo sie langsam anfängt jetzt abzubauen. Noch ist sie gut dabei. Aber je länger es jetzt von der Zeit her geht, desto mehr Kills werden halt auf ihr nicht worth sein. Zeigt er aber auch einmal breit und deutlich, wo er backportet. Also man weiß zumindest, wo der Top-Laner unterwegs ist. Da steht eine Ward im Busch, das muss man dazu sagen. Aber das weiß er natürlich nicht. Wo ich im Busch reinstecken können, muss ich da die Minions nicht zeigen. Kann es den Gegner halt auch schwieriger machen. Aber er hat seine Ultimate wieder zur Verfügung, auch sein Teleport. Der Nasher wäre sicherlich auch ziemlich riskant, gerade für Samsung Galaxy. Die swappen das aber gerade genauso. Setzen ihren Top-Laner auf die Bot-Lane. Weil der kann halt immer zum Nasher dazukommen und versuchen halt die Überzahl beim Nasher zu bekommen, damit sie den halt bekommen können. Sollten sie den jetzt noch bekommen, lege ich mich darauf fest, dass sie dieses Game wahrscheinlich gewinnen werden. Aber der Nasher selber ist immer noch ein Risiko. 8000 Gold ist man zwar fast vorne, aber das muss nicht heißen, dass du halt jeden Teamfight gewinnst, gerade wenn der Nasher dich vorher noch schwächt und diesen magischen Debuff noch verpasst. War jetzt wieder in Richtung Midlane unterwegs. Für ihn natürlich auch eine gute Möglichkeit, mit seinem Ultimate einen der immobilen Carries zu engagen. Versus Vayne und Ashe sind halt eigentlich beide ziemlich lukrative Ziele, die halt einen Bart-Ultimate dort schwer entkommen können. Wenn du das gut kombinierst und halt den Follow-Up hast, dann kannst du mit dem Bart-Ultimate ein ganzes Game gewinnen. In der letzteren Situation war das Bart-Ultimate halt auch ziemlich entscheidend dafür, dass man schnell genug auf die Top-Lane rotieren konnte. Jetzt kommt das Fate-Ultimate noch einmal mit dazu. Da will man halt wieder den Catch bekommen. Mickey, der ist hier jetzt aber auch unter Beschuss, aber man kriegt den Bart zumindest. Jetzt ist die Frage, was man noch rauskriegt. Oh, Mickey, der kriegt eine Menge Schaden, aber das Jin-Ultimate muss hier blockiert werden. Aber ist jetzt außer Reichweite raus. Xu, der kassiert aber noch einiges. Der Clean Feed, dem ist das Ganze ja auch ein bisschen zu viel. Unten ist man halt am Bergdrachen. Den Nachteil, den du hast, Shannon Ultimate muss investiert werden. Jetzt muss halt irgendeiner diese Botlane da deffen. Der Echo, der ist da schon gut auf dem Vormarsch mit Wave dazu. Also entweder, na, Xu, der ist halt zu low. Der kann nicht mal sein Port nutzen. Der wird die sogar nochmal gefangen genommen. Und jetzt ist man halt dabei, den Bergdrachen, der wurde abgeholt. Und unten ist halt, dabei, den Turm abzureißen. Und ihr seht es halt gerade, der Kill ist halt einfach nicht nerf. Sie kriegen halt einzelne Kills, aber die einzelnen Kills sind einfach nicht worth. Sie sind einfach nicht, sie kriegen halt nichts raus. Sie kriegen einen Kill, aber die Objectives, die verlieren sie halt. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was ist Mehrwert? Objectives oder Kills? Und das ist halt eindeutig die Objectives. Du kannst halt 1000 Kills haben, wenn du keinen Turm bekommst, dann kannst du halt auch den Nexus nicht zerstören. Und der Nexus ist halt genau das, was du zu einem Sieg brauchst. Objectives sind einfach so viel wichtiger als die einzelnen Kills. Und da investiert man halt nach wie vor einfach zu viele Cooldowns, um einen einzelnen Kill zu bekommen. Es ist gut und es ist schön, aber die Ansätze, ne, Africa Freaks, die Ansätze sind da, sie wissen, wie sie es spielen wollen, aber sie führen die Situation halt nicht dabei. Sie brauchen halt auf der Botlane einen, der die rauspusht, sie brauchen halt einen Slowpush auf der Toplane, wissen halt, dass ihre Waves nicht reingepusht werden, dann können sie halt für so ein Play gehen, dann lohnt sich das Ganze auch. Es ist natürlich auch nicht einfach, so eine Situation herbeizuführen. Aber momentan sieht die Situation echt nicht gut für sie aus. Warum hängen die aktuell so hinterher mit dem Patch, weil die auf 6.15 sind, meinst du? Liegt einfach bloß daran, dass die halt in der Relegation und in den Playoffs spielen halt die gleichen Voraussetzungen haben möchten, bevor man in die World Patch reingeht. Damit auch alle Teams das gleiche haben. Die musst du vorstellen, du hast einen Tournament-Server und der Tournament-Server wird dann später auch gepatcht und die Scrims und so weiter auch auf dem Tournament-Server. Und das heißt, dass er auch mit den Scrims alle die gleichen Voraussetzungen haben. Ansonsten wäre es halt blöd, wenn du jetzt auf den neuen Patch gehst, dann haben die neuen Teams in den Relegationsmatches oder jetzt hier auch im Regional Qualifier halt ganz, ganz andere Trainingsvoraussetzungen für die Patches. Dann auch die Teams
die dann quasi darauf dann schon trainieren können und du, wo du dich halt noch vorbereiten musst. Das ist schon okay, so dass die ab 6.50 spielen. Wurde auch so angekündigt. Ah, jetzt geht man hier in Richtung Nash. Die haben halt einen Bergdrachen und einen Infernal Drake. Das hilft natürlich, aber es ist immer noch ein Risiko. Das Feld könnte mit seiner Ultimate das Ganze jederzeit scouten. Du musst schnell sein. 5000 Leben hat das Ding noch. Jetzt wird es gespottet werden. Twisted Fate kommt mit dazu. Bart Ultimate wurde ausgelöst. Wir sind alleine mittendrin. Malzer Ultimate. Und das war's für ihn. Mickey, der ist down. Snowflower und das Fate-Effekt wird gesilenced. Auch er ist down. Da hinten kommt jetzt Kübido mit rein. Sangyun super, super low. Muss da auch flashen. Oh Gott, die Ultimate flasht direkt rein. Entweder es galt Ash oder hat wirklich kalkuliert, dass er da rein flasht. Super stark gemacht. Aber da kriegt man halt die drei Kills. Und jetzt geht's rauf auf den Nasher. Den hat man auch gleich mit abgeholt. Hat man auch bekommen. Dementsprechend wird das jetzt. Jetzt lege ich mich fest. Samsung Galaxy, die werden das Game hier nicht mehr verlieren. Die haben das auch so stark gespielt. Die haben das erste Game halt gepennt. Das erste Game zum Wachwerden gebraucht. Und danach haben die halt alle drei Games super solide gespielt. Hatten immer einen Plan. Wussten immer, wie sie es machen wollen. War auch zu erkennen, dass die Gegner halt einfach outplayed haben. Im Makro-Game-technischen Sinne. Sie waren halt einfach FK Freaks immer einen Schritt voraus. Das sieht man hier auch wieder. Africa Freaks sind halt auch ein bisschen überhastet jetzt da reingegangen. Ne? Twisted Fate, der halt einfach in die Gegner reinultet. Sowas soll passieren. Was erwartet er? Natürlich wird Malte einfach auf die R-Taste drücken. Und er kann halt nichts dagegen tun. Und wenn er halt alleine da ist, dann kann er halt sowieso noch minder viel dagegen tun. Ich glaube, sein Plan war so ein bisschen das Ding zu stealen. Aber dafür kann er halt auch außerhalb des Barons spawnen. Guck mal, er ist alleine 5 Mann. Snowflower ist davor okay. Aber Snowflower kann halt nicht verhindern, dass Crown ihn einfach ultet. Bart Ultimate hat man halt gezoned, um die anderen oder genutzt, um die anderen rauszunutzen. Jetzt achtet mal hier noch auf den vierten Shot. Jetzt Lyrunner. Zack! Reingeflasht. G to the G to the fucking G. Das hat er echt schön gemacht. Kann halt wirklich sein, dass er auf Ashland noch gespielt hat, aber wie er es auch macht, er macht es richtig. Ruda ist hier wirklich ganz stark unterwegs auf seinem Jin. Hat selber jetzt auch ein QSS zur Verfügung, also das Malzaha. Das Twisted Fate, die noch einmal mit der Gold Card Engage oder Ash hat, die mit Arrow trifft, ist halt komplett egal. Auch wenn ihm mal ein Torn von Shen trifft, der kann sich immer befreien. Die Bart Ultimate verpufft so ein bisschen, aber es ist der dritte Inhibitor, den du bekommen möchtest. Scheiß was auf die Kills. Es geht nur noch um die Objectives. Kills haben sie genug, die Leute von Samsung Galaxy, sie brauchen nicht noch mehr. Mit dem Nash-Buff und mit 6 Super-Vasallen jetzt pro Wave, da kannst du einpacken. Da können die jetzt eigentlich schön den Surrender-Button drücken. Kyuubi kommt hier mit seiner Ultimate nochmal zurück. Nutzt das Ganze als Teleport-Ersatz und jetzt wartet man bloß noch auf diese eine Wave mit 6 Super-Vasallen. Und selbst wenn FK Freaks in Teamfight gewinnen, sie werden das Game trotzdem verlieren. Die Winions, die sind jetzt halt einfach mal mit am Schlüssel. Boah, das ist jetzt ein. Mit dem Einbauen jetzt schon ewig lange. Aber gleich kommen 6. Da kannst du dich warm anziehen. Snowflower kriegt schon mal eine Menge Schaden. Muss ja auch zurückziehen. Jetzt Jin Ultimate. Kann man auch nicht unterbrechen. Da kam der gute Shen nicht ganz an. Dragas hat auch sofort den Barrel genutzt, um ihn da wieder wegzukatapultieren. Jetzt will man halt X zu bekommen. Und würde es auch. Der stirbt hier. Malzer Ultimate auf Mickey, komplexes Champion-Design, den holt man hier einfach ab. Und jetzt gilt es halt an die letzten Kills. Ambition hat immer noch sein GA, der kann das Ganze ruhig riskieren. Alles für die KDA. Der gute Brom, den holt man hier noch mit ab. 3 Kills, 4 Kills. Lyra, der letzte Überlebende, aber auch der macht es nicht mehr bis zum Ende. Sauberes Ace, lediglich Echo ist da noch gestorben. Jetzt holt man den Türm und das war's. Samsung Galaxy, die gewinnen hier 3:1 das ganze Spielchen. Und damit sind auch sie diejenigen, die am Samstagmorgen um 10 Uhr gegen KT ran dürfen. Und das wird schon eher ein Matchup, was spannender wird. KT gegen Samsung Galaxy, das sind schon 2 Kanonen. Und damit